Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Sneaker Unboxing. Wir haben heute ein Nike Sneaker Unboxing. Es ist der Tunyan. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, weil Tunyan ist japanisch. Ich habe extra Google Übersetzer benutzt. Tunyan ist japanisch, sagt zumindest Google, das japanisch ist. Und es bedeutet Einfachheit. Und laut Nike ist dieser Sneaker die Einfachheit in Person, darf man das so sagen? Und hier ist er. Schaut ihn euch an. Das ist der Nike Tunyan. Ein Unisex-Sneaker, muss man sagen. Den gibt es für Frauen und für Männer und sieht eigentlich ziemlich identisch aus. Nur, dass ein bisschen bei den Frauen von der Form her ein bisschen anders ist. Ganz leicht. Man sieht es auf den ersten Blick nicht übrigens. Nur, wenn man genauer hinschaut. Und das ist der einfache Linie, die Ästhetik dienen. Einfache Strukturen oben. Das Material. Kennen wir schon bereits von Nike, dass wir ein Kunststoffmaterial drunter haben und dann das hier mit so einem Meshmaterial überlegt wird. Sehr nice. Die Schnürung sehr simpel, sehr einfach, sehr clean, sehr minimalistisch. Innen auch grau unterlegt. Sehr, sehr einfach. Das Swoosh-Logo in weiß, passend zur Außensohle. Nach hinten, normalerweise, wo uns immer ein Nike-Logo erwartet, ist nichts. Und jetzt schauen wir uns mal die Außensohle an. Clean, minimalistisch. Japanisch, Einfachheit, Sneaker, einfach. Und das Erste, wenn ich so den ganzen Zeit hebe, was mir sofort auffällt, der ist sauleicht. Für wen ist der? Für einen Sneakerhead. Wenn du ein Sneakerhead bist und viele Sneaker hast und Wert auf ästhetische Sneaker legst, wird dieser Sneaker nichts für dich sein. Sag ich dir ehrlich, brauchst du gar nicht anschauen. Vielleicht schaust du dir noch einen Unfi-Teil an, aber kaufen brauchst du dir nicht. Das ist ein Sneaker, den man im Alltag anziehen kann. So ein Daily Beater für, darf man Mainstream sagen? Ist das beleidigend, wenn ich sage, für Mainstream-Leute? Für einfache Leute. Vielleicht, meiner Meinung nach, vielleicht auch ein, durch die Leichtigkeit, die hier geboten ist, mein verdammtes Handy wiegt mehr vermutlich, gefühlt. Ist er vielleicht auch ein guter Gym-Sneaker, Fitness-Sneaker? Finde ich nice. Sehr einfach, easy, eine etwas größere Sohle für die Dämpfung. Auch vielleicht als Lauf-Sneaker, aber als Sneaker, den man so mit geilen Outfits rocken könnte, für mich eher dann ungeeignet. Ich bin vielleicht gespannt. Vielleicht sieht der Unfeed richtig geisteskrank nice aus. Ihr wisst ja, es ist immer ein Unterschied zwischen Hand, Bildern, Videos und nachher wirklich Unfeed anziehen. Von oben mal drauf schauen, von der Seite mal drauf schauen. Ist eine andere Welt. Vielleicht überrascht er uns ja auch. Aber das, was Nike hier versprochen hat mit Nike oder Nike, um Gottes Willen, dass das ein einfacher, easy Sneaker ist, ohne viel Schnickschnack, haben sie erfüllt. Meiner Meinung nach, der Name ist hier Programm. Er ist sehr einfach, sehr easy, sehr einfach gebaut. Kostet auch nicht die Welt. Ich habe hier den Lieferschein. Da würde ich gerne mal für euch drauf schauen. Und der kostet 65 Euro. In heutigen Zeit, wo manche Sneaker 290, 250 kosten, 200 Euro kosten, ist es für einen Daily Beater, für den Alltag, zum Sport machen, zum Laufen gehen, zum einfach anziehen, wenn man keine richtigen teuren Sneaker anziehen will, vielleicht nicht verkehrt. Freunde, habt ihr eigentlich schon einen Daumen nach oben da gelassen? Kleine Erinnerung mir. Wenn nicht, dann macht das jetzt, denn jetzt hüppeln wir hier rein und schauen uns den Sneaker mal on feed an. Und der Daumen ist wirklich wichtig, weil der unterstützt den Kanal unheimlich. Los geht's. So Freunde, ich bin im Nike Tunyan, was japanisch für Einfachheit steht, wie wir es heute herausgefunden haben. Als allererstes Mal muss ich sagen, ich bin sehr easy reingekommen. Das ist nicht bei allen Sneakern selbstverständlich, ihr wisst, wovon ich rede. Ich muss sofort als erstes mal sagen, verdammt ist der bequem. Das, genau das habe ich nicht erwartet. Ich fühle mich so unglaublich wohl in diesem Schuh. Für den Preis so ein, oh Gott, ey, sorry, der wiegt ja nichts. Wenn ich so mache, meinen Fuß hebe, fühlt sich das an, als hätte ich nichts an. Das fühlt sich einfach nice an. Ich weiß nicht, wie die es gemacht haben. Das sieht nämlich wirklich sehr einfach aus. Wird schon so als günstiger Sneaker durchgehen, auch vom Preis her. Aber der ist so bequem. Also, boah, ich weiß nicht, darf ich das sagen? Das wäre jetzt eigentlich der bequemste Sneaker, den ich habe. Neben Ultra Boost, neben Air Max 720 etc. Das hier, also da kommt an Bequemlichkeit. Wie haben sie das gemacht? Ich fühle mich so bequem da drin. Das wird für mich, glaube ich, der bequemste Sneaker 2020 bleiben. No joke. Also da brauchen wir uns nicht drüber streiten, wenn ihr diesen Schuh einmal ausprobiert habt. Und jetzt verstehe ich auch den Sinn der Einfachheit und dass er als, wenn nicht der beste Daily Sneaker überhaupt bezeichnet wurde, weil der ist so bequem. Also wenn ich den ganzen Tag Marathon damit laufen müsste oder den ganzen Tag shoppen gehen müsste, 20 Stunden am Tag shoppen gehen müsste und solche Schuhe anhabe, habe ich keine Probleme mehr. Wirklich verdammt schöner Schuh. Also was Bequemlichkeit angeht, sau nice.
was Design angeht, ästhetisch, clean, minimalistisch, wer draufsteht, ist auf jeden Fall hier mehr als gut bedient. Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Sneaker-Unboxing. Heute darf ich sagen, dass es ein Klassiker ist. Wir haben heute den Adidas NMD R1 V2. Bitteschön. Freunde, da seht ihr es. NMD R1 V2. V2 kennt man vom Programmieren. Version 2.